Ja, hallo, servus zu einem neuen Podcast von unserer Seite der Yu-Gi-Oh! Check mit dem lieben Hallo, Tim. hi, Oh, schön, dass du da ohne bist. Saarländer. Genau, heute nur Schön, zu dass du zweit. da bist, dass es geklappt hat. Auf jeden Fall. Ja, der Saarländer fehlt. Nein, wir haben ihn nicht rausgeworfen. Er hat nur keine Zeit. Und Nicht, wir haben dass uns wir. gesagt, bevor, ja, nicht, dass nicht was Falsches denken. Und wir haben gesagt, bevor die nächste Folge noch länger ins Land rausgeht und wir beide haben ja die Zeit momentan, haben wir gesagt, wir machen es jetzt heute ohne Saarländer. Das nächste Mal fehlt vielleicht der Tim, vielleicht fehle ich. Natürlich gucken wir, dass es bestmöglich, dass wir es zu dritt machen. Ansonsten haben hier die Zuschauer auch die Gelegenheit oder Kollegen, falls wir mal nur eine Zweierkonstellation haben, hier mit rein zu joinen. Fragt uns einfach an und wir geben euch das aktuelle Thema bekannt, das wir dann besprechen wollen. Und wenn ihr Lust habt, schaut einfach rein, weil wir haben ein paar Themen in der Rückhand, aber die verrate ich jetzt hier an der Stelle nicht. Genau, das zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wir haben unseren Zuschauern noch gar nicht, ja, verraten, um was es eigentlich geht. Beziehungsweise du hast es bestimmt schon am Ja. Titel gelesen, an den lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Aber trotzdem wollen wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Daniel, worüber wollen wir heute reden? Bevor wir damit anfangen, Leute, wir sind also wir sind mittlerweile auch auf Spotify. Tim. Stimmt, ja. Du kannst. Und für alle, die auch Bock haben, so nur mit uns zu texten, die ein bisschen zu schüchtern sind, mit uns zu sprechen, dürft ihr auch gerne bei uns in den gemeinsamen Discord joinen. Genau. Links sind unten in So. der Videobeschreibung oder falls du das hier hörst, gerade auf Spotify, dann guck doch mal einfach in die Infobox rein. Da findest du alle Links. Und dann kannst du da auch gern zu uns kommen in den Discord. Oder aber wir sind auch auf Twitch unterwegs und dann kannst du auch einfach mal auf Twitch Hallo sagen. Oder auf YouTube. Gut, so, ich hoffe jetzt, dass nicht alle eingeschlafen sind oder raus sind schon. Wie geht's dir, Tim? Fangen wir erstmal damit an, bevor wir mit dem Thema eigentlich anfangen. Wie Ja, geht's dir? Was gibt's Neues? mir geht's gut auf jeden Fall. Gerade sehr viel Uniarbeit zu tun, aber ansonsten Yugi-mäßig läuft's. Das neue Set Age of Overlord ist da. Die Meta wird ordentlich rumgerüttelt. Es kommen wieder ganz neue verrückte Sachen auf uns zu. Wir haben zwei sehr, sehr brokene Sachen bekommen. Zwei brokene Engines mit Age of Overlord, die Horus Engine und die Diabelster Engine. Und natürlich kommen ein Haufen neue teure Karten in unsere Hände. Ein Haufen neuer Quarter Sangree Secret Rares. Und das ist auch gleich der Gibt's Stichpunkt. übrigens auch ein Opening bei Tim auf dem Kanal, ne? Genau, ich habe ein Opening gemacht auf meinem Channel von Age of Overlord. Da einfach mal vorbeischauen gerne. Guck da gerne mal rein. Genau, TMGO. Und auf jeden Fall, es gibt einen Haufen neuer Quanta Secret Rares. Und du, mein lieber Hobbyjäger, hast dir ja neulich ein paar Quanta 25th University Quanta Secret Rares gekauft. Jetzt haben wir alles durcheinander gemischt. Gut, Du ich hast. habe mir ein paar Quarter Century Secret Genau. Rare Du hast ja neulich aus ein paar Versehen nachgekauft. ja, genau, ein paar no neulich ein paar Quarter Sangree Secret Rares gekauft. Unter anderem den neuen Odd Eyes war das, ne? Genau, ich gucke gerade jetzt, ich habe Genau. den Namen jetzt noch gar nicht so verinnerlicht, muss ich ehrlich Ein gesagt sagen. neuer Odd Das Eyes. ist auf jeden Fall der oberste König Der Sarg, Markreif. ne? Der Sarg war Die das, ne? Weiterentwicklung, genau, Genau, diese quasi. Weiterentwicklung und tatsächlich für einen ziemlich guten Preis. Also 18 € hast du dafür bezahlt, für eine Quarter Century Secret Rare, doch relativ verhältnismäßig günstig, wobei wir ja auch sagen müssen, die ganzen Tin-Promos. Grundäudiger Akai-Drache heißt ja. Der Name ist ein bisschen Akai-Drache, komisch, aber ja. okay. Das kann schon gerade. Und die ganzen ja, Arc 5 Quarter Century Secret Rares hast du ja auch geholt, die ja auch relativ günstig waren tatsächlich. Und das ist natürlich schon ziemlich cool, weil du willst die Karten natürlich nicht einfach kaufen, um sie irgendwie in den Beiner zu packen oder die irgendwie damit spielen oder so, sondern damit hast du ja was vor. Magst du uns mal erzählen, was du Du hast damit vorhast? gerade ein bisschen eilig. Ich wollte eigentlich den Podcast ganz gemütlich angehen lassen mit diesem Smalltalk und so. Aber Ja, gut, steigen wir direkt wir ein. steigen Ja, direkt ein. Wir steigen ich direkt ein. möchte ein paar Karten graden lassen.
Ich glaube, wir haben schon vor längerem mal über die Thematik grob gesprochen, wenn ich mich richtig Genau, ja. erinnere. Und warum lasse ich graden? Ja, ich sag dir es ganz ehrlich, solche High-Rare-Karten oder besondere Stücke, mit denen spiele ich eh nicht. Und jetzt zum Beispiel die Grotta Sentry von diesem buntäugigen Akari-Drach oder wie es sich jetzt auch immer, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, Leute, also nehmt mich nicht böse. Bevor halt an die Karte irgendwas drankommt, weil ich mit ihr nicht spielen werde, weil sie High-Rare ist, für mich zumindest, Ja, ist ja so, ne? Cool. Ist ja dann die tue ich sie halt höchste. hardcore. Die höchste Rarity Ist dann die bis höchste jetzt. Rarity, ne? Ist ja High Rare, stimmt ja. Genau, und dann tue ich sie halt hardcore sleeven und tue sie halt graden lassen, weil dann hast du wirklich, wenn du ein gutes Grading-Unternehmen hast, sind sie halt UV-beschichtet. Das heißt, die Farbe blasst durch die Sonne nicht aus. Im Bestfall sind die Cases wasserdicht. Die Karte, theoretisch die Karte auf den Boden fallen, es kann keiner drauftreten, sie ist knicksicher. Du tust sie quasi fast verewigen irgendwo. Ja, Also eigentlich ja verewigen, ne? Also die Case sollten ja eigentlich oder wahrscheinlich ja. sind ja gemacht eigentlich für die Ewigkeit. Hast du da verschiedene Grading-Firmen schon ausprobiert oder bist du eigentlich immer bei einer Grading-Firma? Ich muss sagen, ich habe jetzt viele ausprobiert, Ja. auch. Ich habe auch viele gekauft, nicht selbst graden lassen, wenn das Angebot Okay. gestimmt hat. Ja. Ja, würde ich auch echt Wo empfehlen, kannst du die kaufen? Also wahrscheinlich eBay oder eBay, ja. eBay, eBay okay. ist so das Beste. Weil da hast du auch mal die Gelegenheit auf Schnapper. Ich sag mal, so ein Grading kostet im Schnitt zwischen 15 und 20 € je nach Grading-Unternehmen. Ja. Außer du gehst nach zu GSG, da bezahlst du mit den Subgrades sogar 25, bis zu 25 € fast. Ah, Das okay. ist schon kostspielig pro Karte. Muss man sagen, es kostet alles Plus Geld. Versand oder ist es Ohne, ohne da kommt Versand? noch Okay. zu. Kannst du Also, da den kommt dann noch. Versand dann selber auswählen oder ist das so ein Fixpreis oder wie läuft das? Die machen Standard dieses Senderverfolgungspaket, wenn Okay. sie die Karte zurück an dich Okay. senden. Ja, das ist ja War gut. meine Erfahrung bisher. Und wie du es hinsendest, das bleibt, liegt ja in deiner Hand. Wie du könntest das auch völlig normal versenden mit einer 95 Cent Marke oder wie auch immer, was momentan die Briefpreise Ja, kosten. 95. Das macht natürlich wenig Sinn, ne? Wenn man eine richtig teure Karte hat, will man die ja eigentlich nicht mit sowas, mit so einer 95 Cent Briefmarke dann verschicken. Oder 85 Cent ist, glaube ich, gerade, Ich muss dazu sagen, oder? wenn ich jetzt so Karten eingesendet habe, gerade bei den ersten Malen war ich ja richtig penibel. Ich habe Okay. richtig in den Top-Holder rein, quasi mit so einem Streifen reingemacht, dass die Karte sicher rausgezogen werden kann. Ich habe die quasi nochmal mit so einem Luft, wie nennt man diese Tüten? Mit so einem, Luftpolsterfolie. nein, so Tüten mit diesem Verschluss wieder auf, also aufmacht mit Ich Frischhaltefolie, sage ich jetzt einfach weiß, mal ja. dazu. Ich weiß, Ich was du weiß jetzt gar meinst. nicht, wie man das nennt. Aber du hast halt diese Lasche, wo du auf und zu ziehen kannst. Das war Ja, drüber gemacht. ja. Dann habe ich das in den kleinen Karton reingemacht. Dann habe ich den Karton auch nochmal in eine Folie reingepackt. Und den Karton wieder in den Karton. Das war ganz am Anfang, wo ich mal gedacht habe, boah, ich schick die mega teuren Karten jetzt da rein. Spoiler, so teuer sind die gar nicht. Aber halt extrem penibel und diesen Aufwand mache ich mir persönlich gar nicht mehr. Ich schicke mittlerweile, ich nehme so einen Amazon-Umschlag als, du kennst du diese Ja, ganz kenne ich. flachen Karton Genau, von ich kenne. Amazon, Ja, wo du was kenne ich. Flaches bestellst. Kenne ich. Da habe ich letztens auch genommen. Ja. Einfach Adresse drauf, mit Sendeverfolg waren das über 2 € und rein mit. Aber du packst die Karten schon noch irgendwie, knickst du hier ein, ne? Knicks, ja, Ja. safe, safe. Ich gucke zumindest, dass sie wasserdicht und knicksicher sind. Bekommst Das du auf jeden Fall. deine Sachen eigentlich wieder beim Rückversand? Also Toploader, Hüllen und sowas? Oder sind die weg? Meine, ich höre jetzt auch Das nicht. ist super, das ist unterschiedlich tatsächlich. Das ist auch beim selben Grading-Unternehmen, ist jetzt egal, ob du bei Cardmarket oder woanders dahin gehst. Also habe ich oft schon erlebt, dass ich mein Zeug gar nicht zurückgekriegt Okay. habe. Ja, aber ich Und meine, bei anderen wiederum schon. ist ja immer nur so ein Toploader, wenn du die im 10er-Bundle kaufst oder so, ist ja jetzt auch nicht, kriegst ja auch nicht hinterhergeworfen, ne? So. Ich meine, im besten Fall ist die Karte mehr wert als der Toploader. Das wäre natürlich schon von Vorteil, sage ich mal. Ja. Ich habe nämlich noch gar keine Karten gegradet. Also ich habe noch nirgendwo irgendwas gegradet. Hab tatsächlich aber überlegt, das irgendwann mal zu machen. Und vielleicht kannst du mir ja Was sagen. hat dich davon bisher abgehalten?
Also in erster Linie bin ich ja tatsächlich Spieler. Und wenn ich Hyrule-Karten habe, dann will ich damit auch tatsächlich auch spielen. Ich spiele gerne Hyrule-Karten. Mir macht es einfach Spaß. Okay. Und wenn ich die jetzt in einem Case habe, dann kann ich damit ja nicht mehr spielen. So, und deswegen verstehe ich den Punkt, aber da verstehe ich ganz kurz, wenn ich anlenken darf. Ja, klar. Aber wenn du jetzt mit Hyrule-Karten spielst, ja, musst du ja immer mit der Gefahr rechnen, dass der Karte tatsächlich was passieren könnte, egal wie oft du die jetzt gesleeved hast. Na klar, na klar. Einfach dreifach. Sie ist einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist es dann nicht sinnvoller, so eine Hyrule-Karte, so sie ist zumindest, zu graden oder zu bewahren, wie auch immer. Jetzt, es muss ja nicht unbedingt graden sein. Macht es aber nicht dann mehr Sinn, auf Low-Budget runterzugehen? Natürlich macht es mehr Sinn. Aber du machst es nicht. Ich mach's nicht. Nee. Mir macht es einfach Spaß, beispielsweise. Also, beispielsweise habe ich hier einen First Rare Stardust Dragon in Ghost Rare. Würdest du jetzt mit dem. Wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, was der so momentan kostet. Genau. Dürft ihr gerne mal in den Kommentaren raten, wie viel. Ich spiele damit im Edison-Format. Ich habe den in meinem Edison-Deck. Spielst du mit dem? Ja, ja, ich spiele mit dem. Das ist mein. Also wenn du ich hast jetzt, so einen Vogel. Nein, nee, nein, tut mir leid. Doch, doch. So ein Vogel. Ich spiele mit dem. Wenn ich tatsächlich jetzt auf so eine YCS gehe, auf so ein großes Major-Event, würde ich den wahrscheinlich nicht spielen. Einfach, weil es mir dann doch zu gefährlich ist, dass dann doch irgendwas passiert oder er geklaut wird oder sowas, dann würde ich tatsächlich da einen eher, also ich habe ja noch einen anderen Status Dragon oder ich habe noch ein paar andere Status Dragon, dann würde ich da den wahrscheinlich nicht upgraden, sondern downgraden dann. So, das würde ich dann wahrscheinlich machen, weil dann, dafür ist die Karte dann wahrscheinlich doch zu wertvoll, aber der Reiz, den dann doch irgendwie zu spielen, hätte ich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es ist schon Flex. Also ich bin auch einfach ehrlich, ich spiele die Hyrule-Karten auch natürlich. Aber ich sag dir jetzt ganz ehrlich, so Typen, wo ich meine, wenn das hat ja nichts über den Charakter auszusagen, wenn du jetzt flexen möchtest mit solchen Karten unterm Strich. Ja. Aber ich sag das ganz ehrlich, wenn du jetzt, wenn wir uns nicht kennen würden, du kommst, ich meine, ich sehe jetzt schon dein dreckiges Grinsen im Gesicht, wenn du über die Karte sprichst. Und dann so, ja. Ich hasse solche Leute, wo dann dir gegenüber sitzen und dann, hier, mein Stardust Dragon in Ghostware. Oh komm, so bin ich. Dein dreckiges Grinsen noch, ja, jetzt überspitzt dargestellt. Ja, ja. Und dann noch dein Grinsen dabei, weil du dir gerade vor einer dabei abgeht, weil du ihn spielen kannst und denkst, ja, guck mal, was ich da hab. Das würde ich mega unsympathisch machen. Mir gegenüber auch, wenn du ein komplett netter Typ bist und alles. Aber ich würde dann sagen, boah, wieder so einer. Ja, mir macht es einfach Spaß tatsächlich, auch mit den Hyrule-Karten einfach zu spielen. Also mir macht es wirklich einfach Spaß. Also wenn ich den ausspiele, ich gucke den einfach auch gern an und es ist einfach ein besonderes Gefühl, dann einfach den Stardust Dragon einfach dann auch auszuspielen. Und habe ich gesagt, also wenn ich jetzt so spiele, dann ich spiele den. Aber wenn ich jetzt wahrscheinlich auf großen Major-Events bin, dann würde ich den wahrscheinlich downgraden. Ist das die Karte, die du in Erwägung ziehen würdest zu graden? Oder würdest du sagen, jetzt aus Erfahrung, weil ich noch keine Erfahrung habe in Sache Grading, nehme ich erstmal nicht so eine teure Karte und probiere mich erstmal aus. Und wie würdest du vorgehen als Neuling? Sagen wir es mal so. Also ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung. Genau, du hast ja schon ein bisschen Erfahrung. Also tatsächlich, also ich würde zum Beispiel so einen Stardust Dragon niemals bei Card Market Grading einsenden, weil Card Market Grading einfach nicht einen Ruf hat für eine Wertsteigerung. Das heißt, ich würde solche teuren. Würde ich so nicht sagen. Wenn sobald die Karte ist, erstmal egal, in was für einem Case sie ist, ja, ist sie safe. Ja, das stimmt. Würde ich sagen. Das stimmt, aber also tatsächlich, wenn ich Karten graden lassen will, dann geht es mir 100% um Wertsteigerung und nicht darum, dass sie safe sind. Ich will, dass die Karten dann wirklich teurer sind. Ja, aber auch wenn du sie jetzt nur in Card Market einsetzt, hast du diese gewisse. Du hast ja eine Voreinschätzung von der Karte. Ja. Nehmen wir jetzt mal an, die kriegt nur eine 8,5. Das ist ja nur eine optische Einschätzung. Das hieße ja nicht, dass du jetzt zum Beispiel PSA oder BGS. BGS Black oder so, ja. Oder aber BGS, genau, das sind die hochrangigen Trading-Unternehmen. Ja. Das heißt ja nicht, dass die dann auch das mit 8,5 bewerten würden. Das ist richtig, aber tatsächlich würde es mich stören. Also
Persönlich. Ja, tatsächlich würde ich mich persönlich stören, weil ich mir denke, oh, ist es nur Card Market Graded? Für mich ist das, weiß nicht, nee. Also wenn ich so eine teuren Karten habe, so richtige High Rare Karten, dann will ich da einfach auch ein, wenn ich das graden lassen, ein, ich sag mal, sehr etabliertes Unternehmen haben, was sich einfach schon einen krassen Ruf gemacht hat. Also sowas würde ich beispielsweise zu GSG oder PSA schicken tatsächlich. Einfach weil es nochmal ein anderer Ruf ist und weil es auch ein Resale, ich würde sowas niemals verkaufen, aber einfach von den Resellerpreisen kannst du da nochmal ganz andere Sachen aufrufen. Und wenn du eine PSA 10 hast beispielsweise oder eine GSG 10, dann ist es einfach nur weil PSA draufsteht oder nur weil GSG draufsteht, ist die Karte einfach so viel mehr wert. Als Das stimmt schon. wenn da einfach nur Card Market 10 draufsteht. Und gerade wenn es so teure Sachen sind, dann will ich da Aber einfach. ich muss Ja. sagen, das machen ja auch viele. Manche tun ja ihre, zum Beispiel zu GSG senden oder Card Market oder was für auch immer, was es da alles gibt mittlerweile. Es gab ja Ja. eine Zeit, da sind sie alle aus dem Boden geschossen. Man muss dazu sagen, viele sind auch wieder untergegangen. Und wenn du jetzt zum Beispiel zu GSG schickst und du hast da zum Beispiel eine 9 oder 9,5, die sind halt sehr viel, also viel härter von der Bewertung als Das PSA zum stimmt, Beispiel. das stimmt. Ja. Das machen ja auch viele, die Ja. senden erstmal in so ein, sage ich jetzt, wo wirklich, Irgendwie so ein die kleines gucken auf jeden Unternehmen. Ja, Scheiß. auf jeden Fall. Genau. Und die sind, ich sag jetzt mal, deutsche Unternehmen sind das sehr streng, was das die SE einschätzt. Also kriegst du sehr selten eine 10er-Wertung. Hast du bei PSA dann eine höhere Chance. Das sind die ein bisschen lockerer mit der Ja, aber Sache. da kommt es, glaube ich, auch wieder auf den Grader drauf an. Also, Natürlich. gesagt, da, also wie gesagt, im Bereich Yu-Gi-Oh! Weiß ich gerade gar nicht, wie die da so unterwegs sind. Es gibt PSA Yu-Gi-Karten. Grüße gehen raus an Trilux. Ich weiß nicht, ob du Trilux oder so kennst. Der schickt regelmäßig Karten zu PSA, macht da seine Openings und so. Ab und zu macht er halt auch Yu-Gi-Sachen auf und schickt da auch Sachen rein und so. Von daher, da weiß ich, dass die es auch ganz gut bewertet sind. Aber bei Pokémon gibt es da so krasse Unterschiede. Es gibt Pokémon-Karten, die er eingeschickt hat. Die sind optisch, also da ist einfach unten gefühlt fehlende Ecke oder irgendein weißer Punkt, oder es ist komplett irgendwie was verschoben oder so, und der hat trotzdem eine PSA 10 bekommen. Und bei anderen hat er, es war so krass, er hat eine Pokémon-Karte komplett new fresh, also alles top, top, Sand Regen, alles war super gut, und es war einfach eine PSA 5. Und niemand Okay. weiß warum. Also super weird. War Das das eine Sendung, wo er aufgemacht hat? weiß ich nicht mehr. Weil in der Regel ist es ja meistens ein Grader. Genau, Wenn du jetzt ein sagen wir Grader. 10 Karten Ja. reinsendest, tut es auch einer nur bewerten, Stimmt diese ab. 10 Das Karten. stimmt. Wobei ich habe gelernt, dass PSA unterscheidet. Also er hat unterschiedliche TCGs eingeschickt, tatsächlich. Und die werden von unterschiedlichen Leuten bewertet. Die unterschiedlichen TCGs. Das ist ganz spannend bei Na gut, das kann PSA. sein. So tief bin ich dann auch nicht in der Genau. Materie drin. Das ist Aber ganz es kann dir auch interessant. passieren, weil du sagst, es ist ja wirklich nur eine reine Einschätzungssache, eine subjektive Beobachtung, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Du kannst ja immer die ein und selbe Karte immer wieder reinsenden. Genau, ja. Und das war ja bei diesem berühmten Pikachu Illustrated Card, glaube ich, wo dieser, wie heißt dieser, ach, das ganz bekannter YouTuber und alles mit seinem Pokémon-Zeug. Logan Paul? Diese. Genau, er. Ich glaube, der hat, oder das hat mir mein Bruder zumindest gesagt, ich habe es selbst nicht mitverfolgt, der hat die Karte, glaube ich, 3, 4 Mal eingesendet, bis sie dann eine 10, also eine 10er Bewertung bekommen hat. Vorher Ja. war sie immer drunter. Da hat sie immer wieder eingesendet, immer wieder und irgendwann hatte sie dann die 10. Ist eigentlich auch frech, ne? Also, da muss man sich eigentlich Irgendwo fragen, schon. ist das wirklich eine 10, wenn ich sie, keine Ahnung, 8-mal, 9-mal, 10-mal einsende? Oder Ist sagt der eine 10 PSA? von 10? Oder sagt PSA, ach komm, komm, bevor er mir die jetzt noch 20-mal schickt, gebe ich ihm die 10 und dann ist Ruhe. So ist ja. Abgesehen von den, sage ich jetzt mal, von der etablierten Marke, Ja. macht dir dann dieses Label, wo dazu Ja. gehört, macht dir das dann optisch nichts aus? Weil ich muss sagen, ich persönlich feiere PSA vom Label gar nicht so mit diesem Rot. Mir ist das Würde Label dich das jetzt vollkommen nicht. egal. Echt? Ja, komplett. Also Also guckst du auf solche Kosmetik-Sachen dann gar nicht? interessiert mich null.
Also ein GSG Black Label sieht echt schick aus. So, keine Ja. Frage. Und auch die Golden Labels, das sieht schon cool aus. Aber an sie, also es muss optisch schon irgendwie ansprechend sein, ja. Also ich finde die ersten Card Market Labels fand ich ganz, ganz schrecklich. Inzwischen finde ich es Ja, okay. habe ich auch. Ich habe ja zwei Stück hier. Hast du welche da? Ja, aber nicht griffbereit. Griffbereit? Aber ich Ach, habe welche okay. da. Griffbereit nicht, leider. Schade. Wie gesagt, Bin nicht vorbereitet. nicht schlimm. Inzwischen finde ich sie in Ordnung, so dass ich sagen würde, um einfach Karten in einem Case zu haben, würde ich Sachen auch zu Card Market Grading schicken. Einfach nur, um Sachen im Case zu haben. Auch weil Card Market Grading relativ günstig ist im Vergleich zu anderen. Ich glaube, 15 € kostet das Grading momentan. 15,95 und klein Ja. bisschen Werbung. Nivska macht ja momentan gerade 10% Werbung dafür, sage ich. Genau, stimmt, Wenn du stimmt. Nivska 10 eingibst, also hier keine bezahlte Werbung oder sowas, Jungs, kannst du hier dann auch noch ein bisschen was sparen. Stimmt, ja. Bin ich voll bei dir mittlerweile, weil ich zum Beispiel, ich tue wirklich nur noch richtig besondere Stücke zum Beispiel zu GSG schicken, Ja. weil halt Brokades und Grading geht halt schon ins Geld rein, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt noch so Fan-Favorite-Dinge hast, wo du jetzt sagst, ob die jetzt was wert wird oder nicht, dann reicht dir auch sowas wie Card Market. Und man muss dazu sagen, Card Market ist eine Marke, die wird auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Sie wird immer etabliert bleiben als Grading-Unternehmen, solange sie den Service Auf anbieten. jeden Fall, ja, doch. Und Card Market ist ja schon relativ populär hier. Ja, Hier in natürlich. Deutschland gab es auch mal AP-Grading. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Ich überlege gerade mal, hatten Und die auch ein schwarzes Label? ja, die hat ein schwarzes Label. Weil das Problem ist, AP-Grading. es gab auch Elbe Grading, da hatte ich auch mal zwei Karten zum Test reingeschickt, weil sie ein anderes Case hatten, weil die so um die Karte dann noch so einen schwarzen Rand hatten. Es sah eigentlich ganz schick Okay, aus für bestimmte okay. Karten. Aber wie gesagt, wo wir diesen Pokémon TCG-Hype hatten Ja, vor ja. 2 Jahren, sind wir schon bei 2 Jahren dabei? Ja, ich Ist ja glaube. egal. Ist mit Elbe Grading quasi rausgesprungen, deswegen gibt es auch Cards Ja. Grading, Card Market Grading. Sind wir mal ehrlich. Und die sind aber untergegangen. Es haben unglaublich viele dicht gemacht. Krass. Also was ich Viele zum kleine Unternehmen. Was ich zum Beispiel graden lassen würde, heißt, also Yugi-Karten, damit will ich halt eigentlich erst spielen, so. Aber zum Beispiel, ich habe hier im Hintergrund ja die kompletten Base-Set-Holos bei mir, Ja. von Pokémon. Das Und sind im Übrigen alle. alle, ja, aus dem Base-Set. Okay. Alle aus dem Base-Set, die ganzen Holos. Warte, kann ich auch kurz schauen. Nein, brauchst du jetzt nicht unbedingt. Ja, Genau. ich sehe es schon. Schon cool. Ganzen Base-Set-Holos. Und oh, zack. Genau, und Aber da kann man sich ja die Frage stellen, warum graden, wenn ich meine Karten auch in so einen Bilderrahmen reinmachen kann? ja, genau, theoretisch schon. Und das ist halt so eine Sache. Also bei Pokémon fühle ich Grading irgendwie noch mehr als bei Yugi, muss ich ganz Ja, ehrlich sagen. gut, weil der Und Sammleraspekt auch viel höher bei Pokémon League ist. genau, und tatsächlich, ich bin ja bei Pokémon mehr Sammler als Spieler. Also ich spiele das Spiel halt online, aber halt jetzt nicht im Präsenz oder sowas. So. Und ich habe ja noch die ganzen alten Pokémon-Karten tatsächlich, auch von früher, von meiner Kindheit und so. Und noch Das einen ist cool. ganzen fetten Pokémon-Binder und so. Und da bin ich ganz ehrlich, da hätte ich schon Lust, da auch mal Karten zu graden, weil das wäre Eine bestimmte etwas. Karte oder einfach nur so random erstmal testen. Ja, also zum Beispiel die ganzen Starter in First Edition oder sowas. Klar, Sowas würde ich halt graden. macht Sinn. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich wüsste jetzt gar nicht, ja, wo schicke ich das denn jetzt hin eigentlich? Schicke ich das zu Card Market Grading? Weil da geht es mir erstmal, also da geht es mir wirklich darum, da soll es einfach schön aussehen. Na, da geht es mir nicht darum, okay, sie. Natürlich werden sie wertvoller und irgendwo muss die Note auch oder spielt die Note auch eine Rolle, auf jeden Fall. Aber da geht es natürlich auch darum, okay, ich hatte die in einem schönen Case, das sieht irgendwie cool aus, ich kann die mir hier hinten im Background stehen. Zum Beispiel, ich habe ja hier ja auch so einen Light of Destruction Booster. Das ist auch First Edition. Ich weiß gar nicht, kann man bei Card Market Grading Booster hinschicken? Bei PSA geht das ja, bei. Du, bei PSA weiß ich, ich bin im Glauben, ich hätte es mal gesehen gehabt, aber ich glaube, da würde ich einfach per E-Mail mal anfragen, Ja, ob es möglich ist. weil sowas in einem schönen Case Aber da muss man sieht zum natürlich Beispiel auch sagen, cool da aus. gibt es viele,
Ja, aber da gibt's Grading-Unternehmen, die passen dann das Boost an ihrem Cases an. Genau, die knicken dann manchmal die Dinger ab oder so. Ja, ja. Das ist dann hässlich. Dann, genau, und das geht gar nicht, ne? Und da finde ich, das so eigentlich auch echt schick. So, ne? Du hast es. Ja, wobei, clean. Man muss es sagen. Ja, von der Wertsteigerung, muss ich sagen, ist ja sowas reizvoller, als wenn es gegradet wäre, so ein Booster. Findest du? Also wenn das zum Beispiel jetzt eine 10 Reiz bekommt? Aber den Reiz zu haben, es aufzumachen und eine geile Karte zu ziehen, ist so, doch viel höher, als wenn es gegradet ist. Ja, okay. Auch bei einzelnen Karten, musst du sagen, auch wenn du jetzt eine wertvolle alte Karte hast, kannst du einen höheren, je nach Liebhaberwert muss man dazu sagen, natürlich, kann sie tatsächlich einen höheren Wert erzielen, als wenn sie schon gegradet wäre. Es ist für den Grader immer ein Reiz, oder eine gegradete Karte zu erhalten, ist immer der Reiz, selbst zu graden, diesen Kick zu haben. So wie du beim Booster öffnen die Karten selbst ziehen willst, statt kaufen. So geht's auch dem Grader mit dem Grading. Er möchte eine geile Karte kaufen und er möchte diesen Reiz haben einfach. Und da kannst du auch fette Gewinne erzielen. Wenn du das auf eBay mal so spaßhalber mal verfolgst, so am Wochenende, die Leute bezahlen sich für einzelne Karten dumm und dämlich. Das glaubst du nicht. Auf jeden Fall. Also die Preise gehen dann weit über Card-Market-Preise zum Teil dann. Ja, ja, einfach halt, weil sie gegradet sind. Oder Blue-Eyes-Dragon. Ja, das sind halt so diese Standard, ne? Ja, weil sie noch ungegradet sind. Die sind ungegradet und der Preis wird so hoch. Ja, aber gut. Weil sie sich ein hohes Grade erhoffen. Ja, aber eBay ist ja meistens immer teurer als Card-Market. Also Card-Market ist ja eigentlich... Ja gut, aber du hast ja beim Bieterverfahren hast du ja die Kontrolle darüber. Das stimmt tatsächlich. Das stimmt. Aber da kommt auch nicht die Unwissenheit dazu, dass viele Card Market gar nicht kennen. Ich würde sagen, viele, die jetzt nicht in der Szene drin sind, ne? Die kennen auch. Halt. Die in der Szene drin sind. Da kann ich habe ja vor einem Jahr war ich ja mal auf dem Flohmarkt, hab tatsächlich auch ein paar Common-Karten verkauft. Ja. So diese nostalgischen Cyberdragon und Elementarhelden und Co., mit denen ich nicht selber spiele. Und da gab es echt Leute, die kannten Card Market nicht, aber hatten 10 Decks zu Hause. Die haben tatsächlich gespielt. Ach krass. Also es waren viele. Also dann haben die auf den Flohmarkt kommst du. Über Ebay-Karten gekauft? Oder tauschen? Über Flohmarkt. Flohmarkt. Manche Leute gucken sich gar nicht so im Netz. Was ich nicht verstehe, sobald du Yu-Gi-Oh! Eingibst oder was mit Yu-Gi-Oh!-Karten, kommst du irgendwie auf Card Market. Auf Card Market. Eine Karte suchst. Ja, also Card Market kommt man doch gar nicht drum herum eigentlich. Du musst doch nur den Namen eingeben von irgendeiner Karte bei Google und ich glaube, der zweite oder dritte Eintrag spätestens ist doch schon Card Market. Und also, das ist halt faszinierend, wenn du überlegst, das war kurz nach der Corona-Zeit, wo wir diesen Flohmarkt dann gemacht haben. Gerade in der Corona-Zeit hätten sich doch Leute damit auseinandersetzen müssen, wenn sie Karten gewollt hätten. Oder sie haben es halt nur rein digital über Master Duel gespielt oder so. Das kann das halt kann anders natürlich sagen. Sein. Das stimmt. Aber zum Beispiel, so wie du sagst, so Pokémon-Karten bin ich auch für. So Nostalgiker, wie ich manchmal bin. Lasse ich auch mal gerne Pokémon-Karte graden. Ja, richtig schön. Die habe ich jetzt allerdings gekauft. Zum Beispiel da. Ich finde dieses goldene Label, das sieht schon schick aus. So, ne? Das sieht schon oh, cool aus. So ist ja, deswegen, ich gucke ja auch schon, dass für mich hat das Label einen hohen Stellenwert eigentlich. Es muss optisch zum Rest passen. Natürlich habe ich jetzt auch, dadurch, dass ich auch einzelne gegradete Karten gekauft habe, verschiedene Labels. Aber das kommt dann drauf an, wie du es präsentierst letztendlich. Ja. Aber ich gucke in Zukunft, dass ich entweder bei GSG bleibe oder bei Card Market, dass ich etwas Einheitliches habe, dieses gold-silberne Look ein bisschen. Ja, verstehe ich. Für mich persönlich jetzt. Gibt es Karten, wo du sagst, also es gibt ja einige Leute, die sagen, okay, ich schicke die Karte erst ab einem bestimmten Wert ein. Also wenn das Grading kostet mich, ich sag mal, 20 Euro im Durchschnitt. Mhm. Das heißt, die Karte muss auf jeden Fall mehr als 20 Euro wert sein, damit ich die zum Grading schicke. Wie ist das bei dir? Sagst du, egal, auch wenn das Grading jetzt teurer ist als die Karte, ich schicke die trotzdem ein? Oder hast du da auch irgendwie bestimmte Prämissen oder irgendwie bestimmte eigene Vorsätze, wo du sagst so, okay, ich schicke die Karte erst ein, wenn X gegeben ist oder so? Ja, die habe ich tatsächlich. Ich bin Nostalgiker, ich sag, wie es ist. Ich tue gewisse Arts, zum Beispiel, ich habe hier auch von dieser Gold Edition, habe ich ja mir auch quasi die Yu-Gi-Oh! Starter, wenn man so will. Ach, die Gold Rare. Die Gold Rare, genau. Ja, Blue Eyes, The Dark Magician und The Red Eyes.
Die habe ich mir auch upgraden lassen. Ja, mega. So, sowas kommt dann auf jeden Fall in Frage. Das ist mir dann egal, was die Karte dann in dem Moment wert ist oder so. Natürlich erhoffe ich irgendwo als Zweitgedanke eine Wertsteigerung, dass sie irgendwann mal natürlich was wert werden. Bestimmt, bestimmt. Also gerade bei Blue Eyes, Dark Magician und Red Eyes, ne? Das sind genau. Aber weniger für mich, weil so wie du gesagt hast, ich würde die Karten unter, kommt auf die Umstände drauf an, wirklich nicht hergeben. Und das ist mir so schon fast irgendwie so eine Hinterlassenschaft irgendwann mal für meine Kinder. Irgendwann. Die sollen dann damit ihre 500 Euro machen mit den drei Karten, wenn sie mal so viel erzielen und sollen sich dann schön Urlaub machen oder sowas. Ja. Aber das ist so mein Zweitgedanke. Natürlich habe ich im Hinterkopf irgendwo immer noch diese gewisse Wertsteigerung. Aber das ist jetzt nicht mein primäres Ziel. Und es muss halt zum Beispiel der Tour Talk habe ich graden lassen. Den habe ich mir gekauft, habe ich nicht graden lassen. Weil ich halt damals die blaue Edition als erstes gespielt habe. Mega. Oder meine Favorite Decks. Und ja, verstehe. Da habe ich auch zum Beispiel, weil ich mit den Karten ja nie wieder spielen werde, habe ich mir auch angefangen, japanische Karten graden zu lassen, weil diese japanische Schrift noch irgendwas für sich selbst irgendwie so. Es hat was Besonderes einfach in der Gehörung. Rare noch als Ultimate oder Starlight oder was auch immer. Habe ich hier 1-2 Stück auch noch im Bein, da wo ich noch graden lassen möchte, irgendwann mal. Das sind so für mich die Punkte, wo ich sage, ja, die Karte lasse ich graden. Es muss zu meiner Nostalgie passen, zu meinem, was ich spiele, sage ich jetzt mal. Das sind so meine. Und es gibt auch Karten, die kaufe ich einfach so, die habe ich gar nicht im Sinn. Also ich habe viele gekaufte, gegradete Karten. Wenn es dann der Preis rechtfertigt, dann kaufe ich sie mir auch einfach. Ja, nicht, weil ich sie jetzt. Verstehe. Weil ich gesagt habe, oh, die Karte brauche ich jetzt unbedingt. Ich sage dann einfach, ist eine coole Karte. Mit ihr kann ich mich auf irgendeine Art und Weise identifizieren. Und dann kaufe ich sie auch. Verstehe ich, ja, verstehe ich. Kann ich wohl nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht so einer, wo sagt, ey, ich muss jede High-Ear-Karte graden oder so. Da gibt es ja ganz Verrückte, wo dann zum Teil 50 bis zu 100 Karten als einsenden und wieder zurückschicken lassen. So einer bin ich nicht. Weil es ist wie ähnlich wie mit Tattoos. Bei mir, muss ich sagen, das vergleiche ich gerne damit. Es muss immer noch was Besonderes bleiben. Deswegen muss es, also ich überlege schon ein bisschen, was ich graden lasse und was nicht. Und so ist, kannst du es vergleichen mit einem Tattoo. Du lässt ja auch nicht jedes Tattoo stechen, nur weil du es schön findest. Ich habe keine Tattoos, aber ja, doch, kann ich nachvollziehen. Hast keine Tattoos? Ich habe keine Tattoos, nein, habe ich nicht. Könnte man auch mal einen Podcast drüber machen, ne? Tattoos, ja, nein, warum, wieso? Genau. Davon habe ich es. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so ein Thema wünschen würdet. Ja, können wir mal. Ja, ihr könnt mal. Schreibt uns gerne mal über peinliche Yu-Gi-Oh! Oder Anime-Tattoos oder sowas. Können wir mit verbinden, ja? Das könnte man wirklich mit verbinden. Aber du hast gerade einen sehr interessanten Punkt angesprochen: japanische Karten. Zum Beispiel, wir hier im TCG dürfen wir keine japanischen Karten spielen. Das heißt, das wäre für mich tatsächlich interessant. Japanische Karten sind ja auch bei uns relativ gut, also das heißt relativ gut zu halten, ist auch Quatsch oder so, weil manchmal gibt es doch die eine oder andere Karte, die ein bisschen schwieriger zu bekommen ist auf Japanisch. Es gibt aktuell aber, nicht so viele Anbieter. Genau, aber tatsächlich, das wäre etwas, japanische Karten, also mir irgendwelche, wie, ich sag mal, meine Favorite-Karten, meine Lieblingskarten, ne, wie zum Beispiel der DRD ist ja meine absolute Lieblingskarte, den DRD in einem sehr schönen japanischen High-Rarity oder im Original-Set japanischen zu kaufen und den tatsächlich einzuschicken, das wäre eine Sache, hast du mich vielleicht auf eine Idee gebracht, also ja, das finde ich auch, das hat so noch eine persönliche eigene Note dann dadurch. Weil das wäre halt auch so, wo ich sage, okay, ich kann die Karte nicht spielen, aber ich kann sie mir halt schön hinstellen und der DRD hat für mich einfach nochmal einen persönlichen Wert, so. Das fühle ich tatsächlich komplett. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und da geht's natürlich darum, ich weiß gar nicht, ob dir das schon aufgefallen ist oder wie das bei Yu-Gi-Oh! Ist, also bei Pokémon ist es ja so, dass die japanischen Karten alle durchgehend eine deutlich, deutlich bessere Print-Quality haben. Die haben fast nie irgendetwas. Wie ist das bei japanischen Yu-Gi-Oh!-Karten und im Vergleich, also zu uns? Ist die da mal was? Auf jeden Fall. Du merkst auf jeden Fall den Qualitätsunterschied. Allein schon bei einer deutschen bzw. japanischen. Auch bei Yu-Gi-Oh! So stark. Finde ich schon. Vielleicht bildet es mir auch nur ein. Das dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, die so auch damit schon ein bisschen Erfahrung haben. Aber ich finde,
der Druck wirkt anders da. Ich habe ja jetzt nicht so viele Ultis, muss ich zugeben. Ja. Ich habe mehr japanische Ultis wie deutsche, muss ich sagen. Ich habe keine aber einzige japanische beispielsweise. Okay. Man muss auch sagen, dadurch, dass sie auch relativ viel geprintet werden in verschiedenen Raritäten, ja, kriegst du auch auf Cardmarket oder auch Gebrauchtmarkt, eBay oder Kleinanzeigen, was auch immer, kriegst du die auch relativ günstig. Was? Also wie, in welcher Preisspanne bewegen wir uns? Was? Also ich habe jetzt zum Beispiel für mein Synchro-Geisterdrachen von Blue Eyes, mhm, habe ich durch Bilingo Duelist habe ich knapp über einen Zehner bezahlt für eine Ulti. Oh, das ist aber sehr gut. Aus Shining Victory, aus dem Set. Ja, das ist aber sehr gut. Das ist ein sehr stabiler Preis. Ja, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es in verschiedenen Varitäten halt, es gibt ja die Secret Rare, es gibt ja diese Starlight Prismatic Rare manchmal, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber du kriegst die relativ günstig. Ja, das ist, das OCG hat ja eh diese verschiedenen Rarities oder dieses Rarity-System. Genau, und das, ich denke, daran liegt es, dass du auch zum Beispiel auch jetzt von diesem buntäugigen Akari-Drache aus dem neuen Set, Age of Overlord, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe mir den ja, wie gesagt, in Quarter Century Secret Rare. Quarter Century Secret Rare, ja. Genau. Brutal der Name, einfach ekelhaft. Und ich konnte nicht widerstehen. Ich habe mir auch die japanische Ulti bestellt. Oh, cool. Was hast du bezahlt für die, also wenn du es sagen möchtest, natürlich? Ein Zehner. Ein Zehner? Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also wenn ich das vergleiche, wenn ich wir glaub, mal... Ich muss aber sagen, ich glaube, das ist die neuere Ulti aus Japan. Ich weiß es erst, wenn ich es in der Hand habe. Wahrscheinlich. Ich habe sie erst gestern bestellt, ja, zu dem Zeitraum der Aufnahme jetzt. Ich denke, dass ich sie die nächste Woche irgendwann spätestens erhalten werde. Aber ich denke, das ist die neuere Version. Das ist nicht die klassische. Aber ist egal, es ist eine Ulti. Ulti ist Ulti. Das ist ultra stark. Das ist ultra stark. Es wird wahrscheinlich die neue, also das OCG hat ja jetzt ein neues Ultimate Rare, falls es, genau, aber schon ein bisschen muss man länger dazu sagen. Also ihr müsst aufpassen, Zuhörer. Eine Ulti ist nicht gleich eine Ulti. Ich war damals, wo ich diese Ulti, welche Ulti waren das? Das war von dem, ach, wie heißt der nochmal? Von der Blue Eyes Karte auf jeden Fall. Ja. Da habe ich mir eine Ulti bestellt und dann sah es nicht aus wie eine Ulti. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Ja, die neuen Ultis im OCG sind so ein Rainbow-Mix, so. Ja, so ein bisschen. So also Rainbow-mäßig unterwegs. Wenn du die Karte, du hast so das klassische Bild im Kopf von deiner Ulti, du stellst dir das ja schon ein bisschen vor, dann machst du es auf und dann denkst du dir, oh, was ist da passiert? Dann habe ich glaube auch Linko Duolist damals angeschrieben, ey, du, ist das eine Ulti? Ja, wenn man die zum ersten Mal sieht, dann man so, was ist das? Genau, weil die haben ja so ein Rainbow, also die haben ja nicht diesen standardisierten Ulti-Effekt wie im TCG beziehungsweise hier EU-mäßig. Anders, sondern die haben anders. Schon aber anders. Genau, sie sollen dann mit so über die ganze Karte Rainbow und sind so ein bisschen, also es sieht doch deutlich anders aus. Und diese Rarity kommt ja jetzt auch zu uns in der Rarity Collection. Ja, da kriegen wir die ja auch, diese neue, oder diesen OCG Ulti Print und auch diesen Prismatic Secret Rare Print und Starlight Print und generell relativ viele OCG Sachen oder OCG Prints oder so kommen ja jetzt auch zu uns in die Rarity Collection rein, was ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Sind da Karten dabei, wo du sagst, da habe ich auch Bock drauf? Ich habe die jetzt im OCG beispielsweise schon. Und, oder, das sind Karten. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne den genauen Inhalt aktuell gar nicht, was da wirklich drin sein sollte. Na, das weiß, also was genau drin ist, wissen wir ja alle noch nicht, weil, beziehungsweise. Okay, dann habe ich nichts gesagt, dann, ja, natürlich. Es gibt ein paar Karten, die ja schon geleakt sind, beziehungsweise die Konami schon veröffentlicht hat. Also beispielsweise ist ja Baroness de Fleur mit drin, dann Talents ist mit drin, dann haben wir Pot of Prosperity haben wir mit drin, also ganz viele Meta-Staples haben wir mit drin. Ash Blossom ist mit drin, Infinite Impermanence ist mit drin. Also wirklich richtig viele. Muss ich aber sagen, Meta-Staples, das sind jetzt alles Karten. Erstens, weil Stables sind, würde ich gucken, dass sie Low Rarity spielen würde, für mich selbst. Super Rare, die kommen ja auch alle in Super Rare. Ne? Kommen alle. Wenn ich die Karte nicht schon habe, dann würde ich sie mir natürlich nachkaufen zum Spielen. Ja. Wenn sie
günstig ist, aber so zum Traden gibt mir das gar keinen Anreiz. Ja, und wie gesagt, der. es muss was Nostalgisches ja. verbinden oder wo ich mir gut vorstellen kann. Bevorzugt natürlich, wäre hypergeil, das wäre so das Sahnehäubchen halt in Japanisch. Ja. Na, ja, dann könnte, also, und dann gibt es ja schon die OCG-Liste. Also, OCG ist ja schon längst bekannt. Wir vermuten, dass wir ja auch das OCG-Set bekommen. Also, hoffen irgendwie alle. Wissen tun wir es natürlich noch nicht. Das wurde ja auch, glaube ich, in Japan geprintet. Das glaube ich jetzt ja, ja. da. Deswegen das ist das auf jeden so Fall. Teuer. Das auf jeden Fall. Also, wir bekommen japanische Printqualität, Leute. Das hoffen wir. Das, so wurde es mal gesagt. Ja. Oder so habe ich es mal gehört. Ja. Ich hoffe. Schauen wir mal. Gescammt. Schauen wir mal, wenn wir es aufmachen, wie das dann aussieht. Also, mal gucken, wie das wird. Also, im Prinzip ist die Setliste bekannt, aber halt noch nicht noch nicht quasi fürs TCG bestätigt. So, bis auf ein paar Karten. So, und da wäre halt die Frage, sind da, wenn du sagst, so, okay, da sind natürlich auch viele Karten drin, die wir jetzt halt neu in diesem OCG-Rarity-Kram bekommen. Wäre das interessant für dich, sowas zu graden? Es kommt immer auf die Karte drauf an. Zum Beispiel diese neue, also das Cover-Monster von Age of Overlord. Mhm. Das ist jetzt auch so eine Ausnahme mit diesem Quarter Century Secret Rare. Mhm. Die würde ich tatsächlich auch nur so zum, dass ich zum Vergleich habe, die japanische und die deutsche Version einfach graden. Weil mit der Karte werde ich nicht spielen. So, das ist so eine Ausnahme. Und ja. Wenn so eine Karte dabei wäre, weil auch das der Archetype zu meiner persönlichen Decks ist, was ich auch spielen würde, wenn ich die Zeit dafür hätte. Mhm. Also es ist auch ein Deck, das ich spiele. Und klar, dann würde ich auch so eine Karte in Erwägung ziehen, wenn sie zu meinem Charakter, zu meiner Spielweise und alles andere passt, ja. zu meiner Nostalgie. Dann schon. Aber ja. Aber du, wie gesagt, ich denke, das ist ja jedem, ich denke, da tickt jeder gleich. Wenn du irgendwas mit deiner Kindheit oder in deiner gewissen Vergangenheit kombinieren kannst, das ist ein guter Punkt irgendwo jetzt. Weil zum Beispiel, ich habe ja seit 3 oder 4 Jahren, kaufe ich ja immer mit meinem Sohn Pokémon-Karten-Booster. Wir machen immer im Urlaub ein Booster-Battle-Pack. Cool. Und die höchste Rarity, was ich daraus ziehe aus dem Pack, habe ich dann vor, graden zu lassen. Na, das ist eine richtig coole Idee. So Erinnerung, dann tust du halt die Karte auch mit dem Urlaub irgendwo verbinden. Ja, ja. Mein Sohn hat daran keine Interesse, sonst hätte ich ihm auch seine Karten quasi, seine höchste Rarity graden lassen. Spielt er auch oder sammelt oder ist es null, einfach null? Gar nicht. Okay. Absolut null. Okay. Null. Er sagt, Kartenspiele ist nicht seins, da kriegst du nicht hin. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja auch. Dafür hat er halt andere Interessen. Ich vielleicht kommt es ja auch. Kraftsport, ja. Kraftdreikampf. Er macht zum Beispiel Armwrestling jetzt. Oh, habe ich noch nie gehört, aber spannend. Also, ja, er guckt sich 2, 3 Sachen von mir ab, aber denkt sich so, nee, ich mach's anders. Hm. Was vollkommen okay ist. Ja, das ist ja auch total cool. Wir spielen viel Schach. Aber Schachfiguren kannst du nicht graden lassen. Nee. Kannst du höchstens auch aber eine Karte packen und ausdrucken und dann graden, aber ich weiß nicht, ob das durchgeht. Das könnte. Aber was ich auch ziemlich absurd finde, ist, du kannst ja nicht nur Karten graden lassen. Nicht? Also Booster ja, aber was du noch? Du kannst theoretisch alles graden lassen. Du kannst Comics graden lassen, du kannst Videospiele graden lassen. Ja, stimmt. Figuren okay, kannst stimmt. graden lassen. Stimmt. Konsolen kannst du graden lassen. Ich meine, ich habe hier auch zwei. Warte mal, du kannst Konsolen graden lassen? Geht alles, Tim. Es geht alles. Es ist brutal, was du graden lassen kannst mittlerweile heutzutage. Es gibt kein Limit. Du kannst. Es ist brutal. Da muss jeder für sich auch wissen, inwieweit es Sinn macht, weil ich sag ja mal, bei Karten, es ist ein Sammelobjekt. Du musst nicht damit spielen, du kannst es schön in die Vitrine stellen. Aber bei jetzt beim Videospiel oder sowas, muss ich sagen, es ist ja zweckentfremdet. Ich habe dir zwar hier zwei auch OVP wirklich verschlossen, verschweißt noch, zwei Yu-Gi-Oh! Spiele da, weil ich die für einen Zehner auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Beide Spiele für einen Zehner. Ja. Noch verschweißt und alles. Die würde ich tatsächlich vielleicht mal graden lassen, weil du so an solche Spiele nicht mehr drankommst. Was ja. ja, das was erinnert... Was einzigartiges Besonderes ist. Das erinnert mich ja an Motte, Montana Black. Der hat ja auch super viele Spiele gegradet. Unter anderem hat er dir doch auch Pokémon-Spiele gegradet, die irgendwie super teuer genau. waren. Ja, natürlich. Die erzielen auch später... das ist eine Wertanlage. Wenn er mal Geldprobleme hat, vercheckt er das einfach und ihm geht's wieder gut. Ja. Ja, klar, wenn du irgendwie so ein Pokémon Gelb in einem absoluten Top-Zustand hast und das graden lässt, Ami, dann klingelt die Kasse ordentlich.
Ne? So sieht's also, aus. Ja. Das ist wirklich die Ausnahme, wo ich diese zwei Spiele graden lassen würde. Aber so gebrauchte Spiele oder was auch immer, oder Comics zum Beispiel, habe ich auch letzten Video gesehen. Sag ich, nee, ein Comic ist da zum Lesen. Mhm. Da kann ich es mir auch ausdrucken, an die Wand hängen, das Cover, wenn es mir gut gefällt, oder professionell drucken lassen. Mittlerweile können wir ja alles machen. Das stimmt, das kann man wirklich machen. Wenn es um sowas geht. Oder inwieweit findest du sowas sinnvoll? Oder was würdest du noch außerhalb von Karten graden? Also ich fühle den Aspekt natürlich, wie du sagst, du willst irgendwie andere Sachen graden, weil du sie nicht liest. Also ne, so ein Comic beispielsweise. Das ist ein super seltener Comic, den willst du einfach graden lassen, weil der danach einfach richtig, richtig wertvoll ist. Und du siehst es dann einfach nicht mehr als Comic, sondern als Kunstwerk, als Wertsteigerungsobjekt. Kann ich nachvollziehen, ne? Also wenn es nicht unbedingt das allererste Superman-Comic wäre, dann kann ich, alles andere kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber ne, so eine Highlight-Sachen, die du einfach, zum Beispiel, ich habe mir tatsächlich auch mal überlegt, das nicht graden zu lassen, sondern die 25th Anniversary Booster-Boxen, die es ja gibt, die ersten 5 aus dem, also schon auf Blu-ray, ne, die ersten 5 Booster-Boxen, die zu kaufen, sealed, und dann gibt's ja diese gegradet, also dann gibt's ja diese Plastikverpackungen, die man da drum hat. Cases. Display-Cases. Genau. Und zum Schrauben dann. Ja, genau, irgendwie sowas. Und mir die einfach hinzustellen. Die müssen gar nicht gegradet sein. Das ist ja was anderes. Sowas ist irgendwie cool. Aber sowas graden zu lassen, hätte natürlich auch seinen Charme. Aber tatsächlich muss ich einfach sagen, für mich persönlich, ich muss die gar nicht graden lassen, weil, also für mich macht das keinen Unterschied. Aber für, ich sag mal, für einen Sammler oder sowas, der wirklich Wert darauf legt, der das irgendwie nochmal schön in so einem Case haben will, der auch ein Label drauf haben will, macht das vielleicht schon wieder Sinn, weil ich kann mir vorstellen, das ist eine krasse Wertsteigerung. Dann vielleicht nicht jetzt, aber ich rechne mal irgendwie in 10, 15 Jahren weiter, weil wir, wenn wir uns mal angucken, was jetzt die OG-Sets ja kosten, das ist ja verrückt. Klar. Kannst ja gar nicht bezahlen. Also. Ja, du hast einen netten Punkt angesprochen. Es gibt ja theoretisch zum Graden auch Alternativen wie Magnethalter, Bilderrahmen, es muss ja nicht unbedingt graden sein. Genau. Und zum Beispiel von Yu-Gi-Oh! Hast du auch gerade einen Punkt angesprochen, Karten, Nostalgie-Karten natürlich. Ich würde mir, glaube ich, tatsächlich meinen allerersten Blue Eyes graden lassen. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein cooles Projekt, weil damit spiele ich nicht. Allerersten, ja, grundsätzlich. Das ist meine allererste Karte, die ich jemals bekommen habe, sozusagen aus dem Structure Deck Kyber. Also dann gab es natürlich noch den Rest an Karten, aber so die Holo-mäßig. Ja. Und das wäre tatsächlich eine Karte, damit spiele ich nicht. Die liegt bei mir nur im Bein darum. Das wäre tatsächlich eine Yugi-Karte, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, den zu graden. Also, verstehe ich vollkommen. Weil es ist, ich weiß nicht, wenn du eine Karte graden lässt, es ist wie beim Tattoo. Es muss eine Geschichte irgendwie auch dahinter stecken. Ja. Ein bisschen, so, ja, also so geht's ja, mir zumindest. Ich du auf jeden Fall, ja. Träumer, könnt ihr es nehmen, wie ihr wollt. Aber zum Beispiel auch mein ultimativen blauäugiger Drache, wenn es viele von euch noch nicht wussten, den hatte ich damals zwischen 2006 und 2008 irgendwann ertauscht. Wann kam Cybernetic Horizon raus? Cybernetic Engine. Horizon, oder? Ja, das musste das erstmal geprintet wurden. Müsste ich jetzt nachgucken. War es 2006, 2007? Egal. Müsste ich jetzt da nachgucken. Da hatte ich damals, war das damals ein Cyberdrache Secret oder Ultra? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war der ja gefragt. Das ja. war damals die spielste Spielmechanik. Der Cyberdrache, da gab es damals in Super Rare, also Originalprint Super Rare und Ultimate. Dann hatte ich den in Super, glaube ich. Ja, okay. Ultimate, glaube ich, hätte ich behalten damals. Und aber trotzdem, der Super Rare war ja auch damals begehrt und gefragt. Genau, und Secret Rare aus der Tin gab es ja auch, ne? Bin mir, wie gesagt, unsicher. Ich hatte zu der damaligen Zeit, wo Cyberdrink rauskam, hatte ich zumindest einen. Ja, ob cool. Das jetzt ein Super oder das Secret war, keine Ahnung. Und den hatte ich damals gegen diesen, den gab es ja nicht in Deutsch, den ultimativen blauäugigen Drachen, der kam ja viel später erst. Dann gab es zwar ein Videospiel und alles, ja. Du hattest die drei weißen Drachen im TCG, aber den hast du dann erst ab 2009, glaube ich, gekriegt oder sowas in dem Set. Vorher hast du den ja gar nicht. Stimmt, ich erinnere mich, den Blue Eyes Ultimate, den gab es in so einem Blister, ne? Das erste Mal.
Aus einer Chump, aus einer englischen Chump gab's denn. Ja, aber der kam auch später in so einem Blister raus. Da habe ich ihn damals zum ersten Mal gekauft. Da waren noch irgendwie zwei Booster drin und dann halt dieser blauäugiger Ultradrache in Secret Rare. Jedenfalls habe ich den blauäugigen Ultradrachen quasi vor unserem deutschen Release dadurch bekommen, indem ich meinen Cyberdrager gegeben habe. Und weil ich kann mich darin noch erinnern, ob es gestern gewesen wäre, so ein bisschen damals, wo ich vor dem Laden war, wo wir so ein bisschen drüber geredet haben. Er hatte diese Karte, ich wollte sie unbedingt als Blue-Eyes-Fan, du willst sie noch spielen. Klar, auf jeden Fall. Und weil das eine Geschichte hat, dann so eine Karte würde ich createn lassen, unabhängig von der Wertung auf jeden Fall. Das verstehe ich. Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist ein schönes Schlusswort. Wir sind ziemlich durch mit der Zeit. Und dann können wir, glaube ich, festhalten, Grading macht auf jeden Fall Sinn, zumindest für uns beiden, wenn auf jeden Fall auch ein emotionalen Wert dahinter steht. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Fortsetzung, wo wir dann einfach mal drüber reden, Grading zum Wertsteigerung, nur um es weiter zu verkaufen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Folge wert oder sowas. Muss man mal gucken, ob ihr da auch Lust habt, natürlich. Aber sowas geht natürlich. Meinung auf jeden Fall in den Kommentaren. Sowas geht natürlich auch. Ne? Karten zu kaufen, um sie zu graden, nur um sie dann wieder weiterzukaufen. Aber ich glaube, darüber kann man an anderer Stelle nochmal sprechen, weil das würde jetzt an der Stelle ein bisschen ausarten. Also wir sind uns, glaube ich, doch einig, dass wir Karten graden lassen würden. Oder ich zumindest, ne? Auch wenn emotionaler Wert dahinter steckt, du auf jeden Fall. Und das mit dem Blue Eyes und mit dem Dark Armored Dragon, da hast du mir auf jeden Fall auf eine coole Idee gebracht. Ich werde mich jetzt mal umschauen. Mal schauen, was ich so finde an Unternehmen, ob es Cardmarket Grading wird oder ob es dann irgendwie nochmal was anderes wird, weil dieses Label, ich glaube, das spielt doch eine größere Rolle, als mir das vielleicht bewusst ist momentan. Wie gesagt, ich habe ja noch keine gegradeten Karten und ich glaube, wenn du dir die Karte dann irgendwie anguckst und dir das Label nicht gefällt, dass es doch irgendwie ein komisches Gefühl sein wird. Kann ich aber jetzt noch nicht beurteilen. Schick einfach mal Karten ein, die dir jetzt nicht so wichtig sind. Wo du schon vielleicht eine Geschichte dazu hast, aber wo du sagst, du könntest dich mit dem Label anfreunden, wenn es dir jetzt auch nicht gefallen würde, bevor du deine Favorite-Karten reinsendest. Ist ein guter Tipp. Ich glaube, dann werde ich mir einfach mal zwei, drei Sachen raussuchen, werde mir mal die verschiedenen Unternehmen angucken. Und dann gibt es vielleicht bald im Stream einfach ein Grading-Opening von mir. Wer weiß. Und dann hätte ich schon Lust. Das glaube ich, hast mich da auf eine Idee gebracht. Ich werde mal schauen. Ich habe ja noch ein paar Dark Armored Dragon in Low Rarity da. Also, ne, ich habe ja, was ich jetzt nicht einschicken... Kannst auch ein schönes Secret nehmen. Nee. Also ich habe ja hier, ne, die High Rare und ich habe ja auch noch den Secret Print in First. Genau. Ich habe ja noch den Secret Print in First Edition, den ich im Edison spiele, aber ich habe ja noch Cummins und Super Rares und so und davon würde ich vielleicht mal eine mal einschicken. Ich habe gedacht, du willst den Schluss einsprechen langsam. Das machen wir auch. Das machen wir. Leute, das passt gerade zum Schluss. Vergiss nicht, wir haben einen gemeinsamen Discord. Joint rein, wenn ihr nicht nur zuhören möchtet und auch zu schüchtern seid, selbst zu sprechen mit uns. Dann tippt's einfach rein, tauscht eure Erfahrungen mit uns aus, schreibt alles, was ihr an gegradeten Erfahrungen habt, auch mit in die Kommentare rein. Was würdet ihr graden lassen? Was sind eure Favorites einfach? Genau. Und nicht vergessen, uns gibt's auch mittlerweile jetzt auf Spotify, dank Tim. Und das nächste Mal mal schauen, ob wieder zu dritt oder zu zweit. Liegt an euch, Leute. Falls einer von uns ausfällt, habt ihr die Chance, fragt uns an. Wir sind nicht abgeneigt für ein Dreiergespräch. So, das war's. Fertig, aus, Klappe zu. Danke fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Hörerinnen und Hörer und liebe Zuschauer, wenn du das jetzt gerade als Video siehst, ne? Für alle Spotify-User, uns gibt's auch als Videopodcast. Einfach mal bei YouTube noch vorbeischauen. Alles klar, bis dann. Mach's gut. Schluss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.